Kann man jetzt rein? Moment, ich muss erstmal gucken, was hier steht. Irgendwas steht da. Was steht da auf dem Schild? Hirugibein. Gebein, ja, Gerippenbein wahrscheinlich. Ehren Sie den Friedhofsruhe. Ja, natürlich, habe ich geruht. Ich habe alle zur Ruhe gesetzt, meine ich. Oh, hier ist wieder Wasser. Hallo, Wasser. Ich nehme einmal Wasser. Ich würde gerne ein Herz haben. Gebt ihr mir mal ein Herz? Nein, da ist natürlich kein Herz drin. Was ist denn das hier eigentlich? Das, was hier am Boden liegt, das möchte ich mal bitte analysieren. Ist das ein Apfel? Keine Ahnung, was das ist. Okay, jetzt lass dich mal hier reinsaugen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das sieht nicht gut aus. Ja, ich verstecke mich mal hinter dem Stein. Stumpf. Ah, kommt bestimmt irgendwo ein Skelett raus. Ah, ein Herz, ein Herz, ein Herz. Ein Herz ist gut. Auf ein Herz hatte ich gehofft. Komm her, Herz. Danke. Ah, was ist das? Kein Herz. Ein Diamant. Ein roter Diamant. Woo! Müssen wir jetzt auch noch Diamanten? Wir gucken mal kurz an, was unser Item sagt. Wir haben, hey, einmal blau, einmal weiß. Das sind wahrscheinlich irgendwie Juwelen, die wir brauchen für irgendwas. Aber ich bin mir noch nicht sicher, für was wir die brauchen. Naja, egal. Wir werden es noch rausfinden. Nein, kein Herz. Ich bräuchte noch ein Herz. Gib mir ein Herz. Nein, das ist kein Herz. Hallo, hallo. Ich hab nichts gemacht. Geht mal bitte weg. Werft nicht mit euren Knochen. Ah. Ah. Ich wollte euch eigentlich haben. Ah. Ach. Hi. Komm her. Dich werde ich schon mal einsaugen, weil... Und so, ich hab nichts gegen dich. Geht da sein Knochen ausweichen. Mann. Ich sagte doch ausweichen. Hallo. Oh, kommst du genau bei mir hoch hier? Oh, Mann, oh. Ich muss warten, bis die sich zusammensetzen. Oh, Luigi, lauf! Mann! Ich muss näher dran sein. Oh, genau. Oh. Hallo, hi. Na, du Gerippe. Komm mal her. Dich will ich jetzt haben. Ich würde dich auch gern verbrennen. Dagegen hätte ich auch nichts, glaube ich. Ah, Knochen. Bleib hinter dem Baum. Luigi, hinter dem Baum mit dir. Okay, jetzt ist schon mal ein Gerippe weg. Ah, Luigi, lauf. Lauf, Luigi. Hallo, Gerippe. Ja, werf deinen Knochen. Oh, freu dich doch, ein Cola-Keks. Komm her, jetzt hast du dich nichts mehr zu freuen. Und dein blöder Knochen trifft mich auch nicht mehr. Ein Herz wäre noch ganz gut. Oh, ihr seid so asozial, ihr könntet mir ruhig mal Herzen hinterlassen. So, jetzt gucke ich mal, ob ich gegen Knochen mit Feuer ankomme. So. Hallo. Ja, ich kann dich auch abbrennen. Düppedüppedü. Brenne im Höllenfeuer. So, und jetzt sauge ich den Rest ein von dir. Doch, das geht nicht. Das geht nicht. Kombinieren geht nicht, oder was? Oh. Das finde ich nicht schön. Na komm schon. Ein blödes Knochengerippe muss ich doch wohl nicht wegkriegen. Hey, cool, ein großes Herz. Gib mir das Herz. Oh, das füllt gleich mehr auf. Ah, weg mit dir. Na los, komm mir entgegen. Genau, zerfall erstmal. Voll auf den Boden. Komm und jetzt brenne! Brenne!
Warum zitterst du eigentlich, wenn ich dich anfackel? Verbrenne, ey! Du blödes Knochengerippe. Reicht mir mit dir. Und tschüss. Yay! Oh, der Fels hat sich aktiviert. Das Mastergrab. Ich bräuchte gerne noch... Ich würde gerne auch noch ein Herz nehmen. Dagegen hätte ich nichts. Ein Herz wäre noch schön. Na gut, dann halt kein Herz. Dann gib mir wenigstens noch einmal die Feuer. So, was haben wir denn hier? Schönes. Was bist du? Ein leuchtender Stein. Das habe ich erfasst. Ein leuchtender Stein in den Blitzer einschlagen. Ein leuchtender Stein mit einem rosanen Geist, der angeblich Endgegner ist. Nein, er ist ein Special-Gegner. Oh mein Gott! Das Kapitel wird danach zu Ende sein. Zumindest entnehme ich das jetzt mal dieser Stage. Hallo, Geist! Ich hab Angst. Uah. Könnte es sein, dass du irgendwie gewachsen bist? Nein, bist du nicht. Luigi, beweg dich! Beweg dich da weg! Haust du ab! Ich habe noch keine Ahnung, wie ich den mache. Bei den letzten hatte ich ja noch Ahnung, wie ich den mache. Was? Ich habe keine Taschenlampe! Deine Taschenlampe, Luigi! Wo ist deine Taschenlampe? Wieso ist deine Taschenlampe weg? Nee, dich kann ich nicht einsaugen. What the fuck? Wieso sind das hier eigentlich mehrere Geister? Den kann ich einsaugen. Ah! Aha. Ich saug das ein und dann passiert irgendwie was. Ja, los, 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 los. Kann ich dich auch beschießen? Nein, kann ich nicht. So was Blödes. Okay, der hat Boom gemacht. Ich habe das Prinzip schon irgendwie verstanden. Ich saug den hier an. Ich saug den an, habe ich gesagt. Was ist los? Ach, ich kann den Großen auch ansaugen. Haut mal ab. Wo ist denn hier der türkise? Nein, der pinke Geist. Hallo, pinker Geist. Wo bist du? Warum kommst du denn nicht her? Komm mal her. Jetzt nehme ich mir mal den Großen hier. Einmal eine große Kugel, bitte. Oh, jetzt hat er sich doch gerade wieder verpieselt, oder was? Hallo. Für dich. Und... Zack. Und für dich. Okay. Noch eine willst du also nicht. Warte mal, kann ich dich jetzt irgendwie anfeuern? Oh. Ich habe nicht mal mehr Feuer in diesem Endkampf. Ich bräuchte mal etwas Feuer. Feuer! Hast du Feuer für mich? Oder eine Taschenlampe? Irgendwas von alledem? Wo ist er denn hin? Hier bist du. Hi. Ah, jetzt bist du wieder weg. Komm mal wieder her. Ja, hi. Bams. Allerdings weiß ich nicht, was mir das bringt. Kann ich das jetzt wieder einsaugen? Ah! Jetzt habe ich es kapiert. Davor habe ich es vielleicht doch noch nicht ganz kapiert. Oh, ich verliere Münzen. Autsch. Du bist vielleicht ein böser Geist. Schütz dich hier einfach. Wow. Jetzt meint das ernst. Hier für dich. Shit. Da, verfehlt. Hahaha. Was wollten ihr von mir? Ihr wollt euch mir freiwillig... Wow, hergeben. Ey. Hi. Was zum... Wieso geht das auf einmal nicht mehr? Oder bin ich einfach nur richtig schlecht im Zielen geworden? Ah, wieder so ein großes Ding. Vor den großen Dingern habe ich irgendwie Angst. Wo ist er denn? Hier für... Mann! Ich wollte gerade sagen, hier für dich! Aber nein, dann verpieselst du dich natürlich. So, jetzt gebe ich dir eine große Kugel. Eine große Kugel. Hau ab! Eine große Kugel. Mann! Komm gefälligst wieder her. Wo bist du? Na, wo bist du? Du bist da hinten. Na, gehst du weg? Hau ab!
Also ich würde sagen, das trifft ihn jetzt. So, jetzt aber. Oh, du Arsch! Du bist sowas von blöd! Tust dich hier zusammen mit deinen Freunden. Na, jetzt kann ich ihn, glaube ich, erstmal nicht angreifen, oder? War das nicht so? Ja, irgendwie... Ich glaube nicht, dass ich verfehlt habe. Ich glaube einfach, das wird nichts. Na, hallo, großer Geist. Ich mache erstmal hier die Kleinen weg. Die haben mich eben gerade voll genervt. Hau ab. Okay, zwei große ist auch nicht unbedingt so von Vorteil. Na los. Mann! Eben gerade war er noch da. Toll, und jetzt ist er weg. Hallo. Oh, gehst du weg? Ich krieg ihn nicht runter. Doch, jetzt. Na los, 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 los. Mensch, jetzt bin ich wieder abgebrochen. Dieser Geist ist echt verdammt hartnäckig. Uah. Hallo. Was wollt ihr denn alle von mir? Luigi gibt keine Geisterpartys. Wusstet ihr das noch nicht? Bams. Vier mit einem Streich, würde ich mal sagen. Warst du nicht hier irgendwo? Uah. Hi. Na du? Schön, dass ich... Nein, nein! Ach! Das war eine schlechte Idee. Mann, dieser Geist ist verdammt hartnäckig. Muss man ihn mal lassen. Na los, kommt mal her. Ja. Ich muss euch mal ein bisschen wegmachen. Komm mal nochmal her. So. Jetzt nehme ich mir den Großen. Ah, und der steht genau neben mir. Jetzt komm her. Komm her. So, jetzt hat sich immer ausgebuht, ausgelebt, ausgegeistert. Ja, 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 komm, 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 komm. Jetzt bist du weg. Mensch. Oh. Also, okay, er hat den Begriff Zwischengegner verdient. Großer Zwischengegner. Ah, oh, dafür kriegen die auch eine große Kiste. Mit einem Grünschlüssel. Für die nächste Ebene. Wo ist das denn? Oben? Luigi, hörst du mich? Ich bin froh zu sehen, dass du in Ordnung bist. Dein Signal ging verloren, als dieser Blitz einschlug. Hm, das war ein heftiger Kampf. Woher weißt du denn schon wieder, dass ich gekämpft habe? Warum schaust du nicht in meinem Labor vorbei? Wie? Du fürchtest, der Blitz habe den Schreck 816 beschädigt? Nur keine Sorge. Selbst wenn der Blitz ein Stück Kohle aus dir gemacht hätte... Toll. Der Schreck 816 bekäme nicht mal einen Kratzer. Toll. Toll, Professor. Auf welchen Seite bist du? Auf dem des Staubsaugers oder auf meiner? Ja, eindeutig auf dem vom Staubsauger. Okay, auf zu Professor Blablabla. Gute Arbeit, Luigi. Du bist unversehrt zurückgekehrt. Der Staubsauger scheint voller Geister zu sein. Was hältst du davon, wenn wir sie dem Geisterportrifizierer jagen? Ja, los, jagen wir sie in den Geisterportrifizierer. Wie viel haben wir denn jetzt gesammelt? Oh, ich bin mir gar nicht sicher. 4, 5? Also, ich kann mich noch an den Butler, an diese Melodica, an den eben gerade... Aber ich glaube, da war noch irgendwie was. Ach, das Tanzpaar war doch auch noch. Also jetzt müsste ich einen Haufen von neuer Geister bekommen. Mal gucken, wie viele Bilder. Ich sag ja mal 5. Könnten sogar 6 sein. Wenn ich eins vergessen habe. Wir achten mal darauf, ja. Jetzt werden sie... Erst werden sie gewaschen. Dann werden sie weichgespült. Ja, du musst mir das nicht nochmal erzählen. Dann werden sie getrocknet. Dann werden sie verifiziert und dann warten wir kurz, weil ich einen Fehler habe. Bis gleich! So, da sind wir auch wieder beim Geisterportrifizierer.
Und wir jagen jetzt nochmal unseren Staubsauger da rein und diesmal hoffentlich fehlerfrei. Das letzte Mal hat Luigi wohl irgendwie Mist gebaut, weshalb sich mein ganzes Spiel aufgehangen hat. Da. So, gucken wir uns nochmal an, wie diese große Waschmaschine funktioniert. Zuerst einmal werden sie gewaschen. Und daraufhin freut sich der Professor ganz doll und springt in die Luft. Wow, das habe ich ja das letzte Mal überhaupt nicht gesehen. Dann laufen wir doof hinterher. Die rauskommende Wäsche wird getrocknet. Ja, Geister sind unsichtbar. Deshalb werden sie getrocknet. Dann werden sie elektrifiziert. Und dann werden sie unter Druck zusammengepresst. So, was haben wir da Schönes? Da haben wir unseren Endboss gerade. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Schleimi. Und was haben wir da? Ach, das Tanzpärchen. Ich nenne sie Tanzpärchen. Was haben wir da? Ach, den Butler. Mr. Butler. Igor. Ach, Melodica. Was kommt denn da noch? Mr. Fatty Boom Boom. Kommt da noch eins? Mensch, wie viele Geister habe ich denn gefangen? Was ist das denn? Ekliges Käferding? Ja. Vielen Dank für den Unterstützung. Wow! So, was ist das? Ja, der Fette. Ja, Scheunendrescher. Schwebende Turteltauben. Melodica. Ja? Herr Tatterich. Ah ja. Hector. Ach, der Hund. Stimmt ja. Herr Finsterling. Ah, ich nenne ihn Schleimi. Schleimi ist cooler. Schleimi ist cooler als Finsterling. Wow. Jetzt haben wir 9. Ja, wir kriegen erstmal Geld. Noch mehr Geld. Nicht so viel Geld. Noch mehr Geld. Punkt, Punkt, Punkt. Noch mehr Geld. Noch mehr Geld. Wow. Punkt, 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 Punkt. Und noch mehr Geld. Wow. 16.685.000. Okay, jetzt weiß ich wenigstens, die Punkte stehen für irgendein Item, was wir noch kriegen. Interessant. So ist das also. Dürften wir weitermachen? Wir speichern. Wir haben erst 14 Buhus. Das ist, naja. Weiß ich nicht. Irgendwie ein bisschen wenig. So, wir haben den Bereich geschafft. Ich würde sagen, mit dem grünen Schlüssel geht's das nächste Mal weiter. Damit haben wir erstmal den Bereich 2 abgeschlossen und für heute reicht es das auch an Luigi's Mansion. Ich bin geschafft. Ich kann nicht mehr. Vielleicht spiele ich noch eine Runde Cobra 11. Mal sehen. Ich wäre dafür. Ihr bestimmt auch. Und ja, das mache ich dann wohl gleich. Also sage ich dann mal, für heute war's das mit Luigi's Mansion. Und wir sind raus.